Ja, das Update für den glutenfreien Tag kommt ein bisschen spät, nämlich einen Tag zu spät. Allerdings, nö, er kommt genau richtig, weil ich werde einfach jetzt nicht am selben Tag das Update machen, sondern einen Tag später. Das liegt einfach daran, weil ich, ja, ich habe sozusagen die glutenfreie Pizza gestern gemacht und entsprechend, die hat natürlich ein bisschen gedauert und das war ungefähr um 8 fertig und dann musste ich das Video noch schneiden, das wäre dann erst um 10 online gegangen. Deswegen Quatsch, habe ich gestern einfach den Tag weggelassen und werde sozusagen jetzt. Sozusagen der glutenfreie Tag Nummer 5, den werde ich jetzt posten. Allerdings ist das dann, ich poste den zwar weiter abends, so 18, 19 Uhr, aber es ist quasi für den Tag vorher gemeint. Und ja, so geht es einfach heiter weiter. Ja, die Gluteninfo des Tages ist heute, nimm einfach Kichererbsenmehl, wenn du kein Weizenmehl hast. Denn genau so habe ich nämlich meine glutenfreie Pizza gemacht. Da gibt es auch ein kleines Video bei mir im Tagebuch dann. Hier werde ich die glutenfreie Pizza einfach zeigen, das, was ich heute wieder gegessen habe. Aber nur als Info, Kichererbsenmehl, du kannst im Endeffekt genauso nehmen wie Weizenmehl. Klebt nicht ganz so, die Verarbeitung ist nicht ganz so cool, aber Geschmack ist natürlich auch nicht so cool, aber du kannst halt Pizza machen und das ist das Entscheidende. Jetzt kommt das Food Diary. So, guten Morgen. Ich sehe hier hinten an der Wand, müsste ich langsam mal wieder hier ein bisschen sauer machen. Der Smoothie, der spritzt manchmal ganz schön. Aber ja, wir fangen wieder an mit einer neuen Woche. Und eine neue Woche kann gar nicht anders beginnen als mit einem Smoothie, wie immer. So, ja, gefrorene Spinat ist heute dominant, weil gefrorenen Grünkohl hat schon noch fünf solche kleinen Blöcke. Deswegen ist sehr viel gefrorener Spinat drin. Ansonsten, ja, wie immer, Weizengras, Moringa, Gerstengras, Kelbalgen und Chlorella-Algen. Dazu Neempulver und Ginsengpulver. Dazu Buchweizen, ungeschälte Hanfsamen. Neempulver hatte ich schon gesagt. Genau, dann habe ich heute mal billig Birnen erstanden und habe mal ja, zwei Birnen mit reingemacht, zwei Äpfel aus dem Garten, Sellerie, dann habe ich rote Beete noch drin, Petersilienwurzel, Banane habe ich nicht, weil ich habe zwar jetzt neue gekauft, aber die sind noch nicht reif. Ja, und deswegen werde ich jetzt mal den Mixer anstellen. So, zum Mittag gibt es ein Häppchen Sauerkraut. Das Sauerkraut ist wieder direkt aus der Packung, nicht erwärmt und einfach so hinter geschlungen. So, ich werde mich jetzt an ein paar Pflaumen bedienen und ja, und das ist dann sozusagen mein Vorabendbrot. Zum Abendbrot gibt es dann eventuell noch eine glutenfreie Pizza, die jetzt im Ofen ist. Da bin ich sehr gespannt, ob die wird. So, zum Abend gibt es eine glutenfreie Pizza. Die Pizza habe ich einfach genauso gemacht wie eine normale Pizza, plus statt normalem Mehl Kichererbsenmehl genommen. Und ja, damit es ein bisschen mehr klebt, Flohsamen am Schein, obwohl ich nicht sicher bin, ob das da unbedingt was gebracht hat. Auf jeden Fall, ja, also die Pizza ist wunderbar. Man kann die Stücke auch in der Hand nehmen. Selbst die richtig schweren Stücke brechen nicht auseinander. Und geschmacklich ist es natürlich ein bisschen anders, auch nicht ganz so knusprig. Aber die Pizza ist auch ein bisschen dicker geraten. Habe ich auch so ein bisschen gemacht, weil ich dachte, naja, das wird halt nicht so viel kleben, damit die stabil bleibt. Aber von daher, ja, gibt es jetzt glutenfreie Pizza. Immerhin.